war die Eröffnungsmusik zu meinem Hörbuch Wie unsere Psyche tickt, zu dem gleichnamigen Buch, mein Standardwerk. Und darin beschreibe ich, wie unsere Psyche tickt. Also, das heißt, was motiviert uns? Was macht uns eigentlich als Menschen aus? Was steuert unser Verhalten? Was macht uns krank und was lässt uns wieder gesund sein? Was brauchen wir eigentlich? Gibt es eigentlich tatsächlich ein Unterbewusstsein und gibt es ein Existieren der Psyche nach dem Tod? All diese Dinge gibt es in meinem Buch und eben in der Hörbuchversion zum Runterladen und geschmeidig anhören. Es dauert 8,5 Stunden. Mir tut jetzt noch der Kiefer weh vom Einsprechen. Dein Scherz, es gibt es schon etwas länger, aber hören Sie mal rein, wie unsere Psyche tickt. Sie hören, wie unsere Psyche tickt. Die Intelligenz des Unterbewusstseins verstehen. Wie psychosomatische Symptome und Blockaden entstehen und wieder aufgelöst werden können. Ein Hörbuch von Andreas Winter, erschienen im Mankau Verlag. Gesprochen von Andreas Winter. Prolog. Das vorliegende Buch ist mein Standardwerk. Es basiert auf über 30 Jahren Forschung und Erfahrung mit über 5000 Klientinnen und Klienten jeden Alters. Es fasst einige Dinge, über die ich zuvor schon geschrieben habe, zusammen, berücksichtigt neueste Forschungsergebnisse und versucht, die Kernelemente meiner Arbeit darzustellen. Meiner Stammleserschaft, die mit meinen Büchern vertraut ist, wird daher einiges bekannt vorkommen. Jedoch hoffe ich als Autor, mit jedem neuen Buch auch Leserinnen und Leser zu erreichen, für die die dargestellten Zusammenhänge und Phänomene noch spannendes Neuland sind. Für Sie habe ich dieses Buch in der Hauptsache geschrieben, bin mir allerdings sicher, dass auch alte Hasen unter den Lesern von diesem Werk profitieren können. Darüber hinaus habe ich versucht, den Fachleuten unter Ihnen, Ärzten, Heilpraktikern, Alternativtherapeuten und Coaches, ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit dem sie nachhaltig und verschiebungsfrei Blockaden und Störungen, ja eigentlich sogar jegliches unerwünschte Verhalten behandeln können. Dieses Werkzeug besteht aus zwei Teilen, meinem Ansatz und meiner Methode. Letztere ist beliebig durch ihre eigenen Methoden Austausch oder erweiterbar. Ich wünsche mir, dass dieses Buch Menschen dazu verhilft, Klarheit über all das zu bekommen, was sich im Alltag unterbewusst abspielt, mit dem Ziel, dadurch glücklicher, gesünder und stressfreier durchs Leben zu gehen. Andreas Winter im Februar 2024. Einleitung. Die Verwirklichung der eigenen Absicht. Wie konnte ich nur so dumm sein? Warum habe ich immer solch ein Pech? Warum kann ich nicht auch endlich glücklich sein? Kennen Sie diese quälenden Fragen? Ist es nicht irgendwie seltsam, dass wir Menschen uns bei bestimmten Dingen im Alltag im Kreis zu drehen scheinen oder vor manchen Problemen dastehen wie vor einer Wand? Wir, Angehörige der Spezies Homo sapiens, die Krone der Schöpfung, die Gattung mit dieser extrem gut entwickelten Großhirnrinde. Wir, Wesen, die über Schrift, Sprache und 10 Finger verfügen, die mit Strom und fließendem Wasser und einem Dach über dem Kopf ausgestattet sind, ausgerechnet wir, sind immer wieder krank, immer wieder pleite, haben immer wieder den gleichen Stress. Woran liegt das? Sind wir wirklich dumm, unfähig oder Opfer der Umstände? Oder steckt vielleicht etwas ganz anderes hinter unseren scheinbar unlösbaren Problemen? Etwas völlig Logisches, ja vielleicht sogar sehr Intelligentes, das, wenn man es nur begreifen würde, einen Schlüssel zur sofortigen Verhaltensänderung ermöglichen könnte. Ich glaube es nicht nur,
Ich bin mir sogar sehr sicher. Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit Menschen, die zu mir kamen, um ihre Probleme endlich zu lösen, kann ich mit Gewissheit sagen, dass es eine bestimmte Formel gibt, die erklärt, warum Menschen ganz absichtlich das tun, was sie tun, selbst wenn es ihnen schadet und großes Leid zufügt. So unverständlich es manchmal auch erscheinen mag, wenn Menschen wider besseren Wissens ihr schädliches oder auswegloses Verhalten nicht ändern, steckt dahinter eine Logik. Die menschliche Psyche folgt einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, die wir auch von Strom, Wind und Wasser her kennen. Es ist das Gesetz des geringsten Widerstandes. Die Verwirklichung der eigenen Absicht ist das absolute Bestreben eines Menschen. Dafür nehmen wir die schlimmsten Dinge in Kauf, wenn wir glauben, damit noch Schlimmeres vermeiden zu können. Jede einzelne Lebensentscheidung ist eine Abwägung von Informationen, die dieser einen Formel folgt.